Ich werde heute euer Moderator für diese Präsentation sein. Es tut mir sehr leid und ich entschuldige mich für Lorenz Wunderlis Abwesenheit, aber Hongkong hat ihn fertig gemacht. Beginnen wir am Anfang. Lorenz hatte zu entscheiden, ob er für Cartoon Network oder DHBW einen Film zu machen. Natürlich hatte er sich für Cartoon Network entschieden, für persönlichen zukünftigen Erfolg. Zuerst musste er witzige Geschichten sammeln, mit Hilfe der Thumbnails. Somit konstruierte er die verschiedenen Stories. Er hatte am Ende drei verschiedene Stories, unter anderem Galate Bibel, mein persönlicher Favorit und Entscheid für Cartoon Network. Die anderen zwei Stories waren Bullshit. Er verbesserte die Galate-Bibel-Geschichte mit ausgeschnittenen Thumbnails und sortierte sie zu einer Erfolgsgeschichte, die ihr am Anfang miterlebt habt. Er entwarf die ersten Looks und Design des Filmes und startete zugleich mit Storyboard und Charakterdesign. Das Storyboard beinhaltet Kameraeinstellungen der jeweiligen Szenen und die Dauer des Geschehens. Man erkennt langsam die Bildsprache des Filmes. Nach dem Storyboard konzentrierte er sich auf sein erstes Animatek. Er machte verschiedene Versionen. Er merkte, dass seine Geschichte zu lange war. Somit musste er das jeweilige Timing der Geschichte kürzen. Die Bilder für das Animatek benutzte er die Panels des Storyboards. Zudem legte er schon ein Konstrukt für das Sounddesign fest. Jetzt ging es um das Design des Charakters. Ihm waren viele Sachen eingefallen, wie ein Galate-Bibel auszusehen hatte, aber schlussendlich kam er auf dieses Design. Der kleine Bibel ist klein, hat große Kopf und große scharfe Vorderzähne. Das sind seine visuell sichtbaren Stärken. Er steht trotz seiner kleinen Körpergröße selbstsicher auf seinen Füßen. Sein Anzug ist sportlich und zitiert Kill Bill oder Bruce Lee. Zudem steht der gelbe Anzug für Wettkampf und Kampfbereitschaft
Und solche gelbe Anzüge können nur Gewinner anziehen und keine Verlierer. Somit wirkt der Biber agil, dynamisch, konzentriert auf den Wettkampf und hart zu besiegen. Das Stirnband zitiert Karate Kid aus der alten Originalfassung von 1984. Der Lumberjack dagegen wirkt mit seiner Körpergestalt überlegen und sehr stark. Seine breiten Schultern und sein tief gesetzten Kopf mit den verdeckten Augen zeigen auf einen bösen, gemeinen Gegner für Biber. Er hat große, breite Oberarme und breite Oberkörper und wirkt somit sehr kräftig. Seine dünnen Beine dagegen symbolisieren aber das Gegenteil. Man kann diese übermächtige Gestalt trotzdem zur Niederlage erzwingen. Seine Kleidung hat Lorenz aus dem Internet recherchiert. Wir kommen normalerweise zum Turnaround, aber Lorenz hatte keine Lust dazu. Somit haben die chinesischen Behörden ihn zu einem Motivationsgespräch ins Büro eingeladen. Jetzt stand er in einem gesunden Zeitdruck und wollte endlich animieren. Er begann mit den ersten Line-Tests und den Bewegungsrecherchen im Internet an. Zuerst mit Kampfsportart aus alten chinesischen Filmen. Die sind gut, aber sie machen nicht so energiegeladen und schnelle und unfassbare auszudenkende Bewegungen. Zuletzt kam Lorenz auf diese YouTube-Video für finale Inspiration. Auch für Lumberjack suchte er Videos und ließ sich die Technik des Holzhackens erklären. Jetzt standen die Charakter fest und deren Zusammenhang zueinander. Ein klassisches David gegen Goliath Szenario wie aus dem Bruce Lee Film The Game of Death. Die Line-Tests hat Lorenz zum ersten Mal auf dem Elektro-Tablet und mit dem Software TV Paint vollbracht. Er achtete darauf, dass Lumberjack schwer, brutal, kräftig wirkt und routinierte wirkende Bewegungen macht. Die Animationsarbeit war dann im vollen Gange. Rücksprachen mit Cartoon Network, Verbesserungen an Charakteren und Bewegungen waren nicht zu vermeiden. Alles musste aber in ihren ursprünglichen Layout, die man bevor die Animation gemacht hatte, eingehalten werden.
Das Layout ist der endgültige Plan und Design der jeweiligen wichtigsten Szenen des Filmes. Nach einigen Wochen fügte sich eine fertige Szene nach den anderen an und der Termin des Sounddesigns stand als nächstes vor der Tür. Recherchen und Suche nach den richtigen Cartoon-Tönen in der hauseigenen Bibliothek sowie Tonaufnahmen im Studio waren notwendig. Im Studio haben wir die Stimme von Lolland selbst benutzt und Baseballschläger für die fehlenden Holzklötze. Die endgültige Tonmischung mit Glossalhilfe von Thomas gab dem Film den letzten großartigen cartoonigen Schliff. Der Clip war immer noch 2 Sekunden zu lange, doch durch geschickte Verhandlungen, überzeugende Argumente von seitens Lorenz erleichtert durch ein zivilisiertes Gespräch das Einlenken von Cartoon Network, die Länge des Filmes auf 19 Sekunden beizubehalten. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes, erfolgreiches neues Jahr. Thank you.